bist übrigens drin. Ah, nein, bin ich nicht. Die Zusammenkunft. Dankeschön. Kaum lädt man 1000 Stunden und es hat noch nicht mal vernünftig geladen. Ja, mein PC ist aber ein ziemlicher Bullshit. Ich glaube, ich muss mal eine Spendenhotline einrichten lassen, damit ich einen neuen PC kriege. Ja, kannst du ja von unseren YouTube-Einnahmen. Kannst du ja unsere YouTube-Einnahmen, du, ja. Kommst jetzt mal her. Guck hier, das ist übrigens nicht die Blume, sondern es ist dieses blaue Licht. Chris ist nämlich ein bisschen blind. Ja, das ist aber an dieser Blume. Ja, an der Blume. Du hast gesagt, das ist die Blume. Ja, das ist auch die Blume. Meinst du, wo das blaue Licht herkommt? Jeder begreift, wie wichtig das ist. Sie werden kommen. Immer schön langsam. Sie sind hier, um uns zuzuhören, nicht um mit uns zu feiern. Meine ich auch. Vielleicht kommen wir nicht zu Wort. Miteinander wollen sie reden. Auf den Boss hören sie. Bestimmt. Oh! Oh! So, das war das Spannendste, was in den nächsten 10 Minuten wahrscheinlich passieren wird. Oh, jetzt 10 Minuten ist es nicht. Bei den nächsten 5 Minuten. Was ist denn schon Fallobst im Gegensatz zu einer Frucht, die am Ast gereift ist? Ja, das frage ich mir aber auch. Oh, jetzt muss man warten, bis die hier durchlaufen. Ob man wohl das Warportal auch benutzen kann? Wahrscheinlich nicht. Ne? Das war geil. Lacht, weggepolt, zack, und in Löwenstein. Oh. Und wir warten. Da kommt Jena. Juli, halt mich bitte Quagan. Quagan, Quagan. Hast du uns gesehen im Edelstein? Penelope. Im Edelstein-Shop kannst du jetzt die Waffen von den hier Gefährten-Typen dir holen. Also von Rox zum Beispiel den Bogen oder von Braham das Schild und so. Kannst du jetzt alles kaufen. Für schnieke 600 Kristalle. Und Stück. Ist ein bisschen übertrieben, nur ein bisschen. Belindas Gedenkwaffe. Ja. Belindas Gedenkwaffe, ernsthaft? Ja, ja. Hab ich nicht gesehen. Studieren wir doch mal die Handelsangebote. Ne, die Währung im Tausch? Ne, den Edelsteinstab. Okay, der Edelsteinstab lädt nicht. Ich brauch einen besseren PC. Aber ich glaube, dass einige Probleme mit diesem PC behoben werden würden, wenn ich mehr Arbeitsspeicher hätte. 6 GB ist einfach des Todes. Das kann gut sein, schließlich ja. Smodur der Unverzagte, Imperator der schwarzen Zitadelle. Smodur ist übrigens der Letzte. Smodur! Der Unverzagte. Ja. Okay. Aber bei mir ist erst Schlund angekommen. Tja. Ist ein bisschen weiter hinten. Ist halt bei den Quaggern. Quaggern sind immer etwas langsamer. So, jetzt hat die noch was zu reden. Ich kann dir sagen, ich werde das halt jetzt nochmal failen, CS kommen. Du wirst es schaffen, nicht mehr zu mir. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Das ist sowieso was für Erwachsene, Timmy. Ihr müsst hier unten auf uns warten. Ihr macht Witze, oder? Jemand muss hier unten bleiben und uns den Rücken freihalten. Da oben sind wir ungeschützt. Boah, das dauert so ewig. Ja, komm hier. Aber merkt jede Einzelheit, Braham. Na gut. Schwalbe und Richter machen den Weg nach oben. Na gut, schachterlich. Gebt euch zur Anfangskammer. Anfangskammer. Hallo, du. Okay. Diese Cutscene haben wir uns gerade eben schon festgestellt. Kann man nicht skippen. Das ist, passt sich der Vogelhauer an. Alles so spannend hier. Ich leuchte die ganze Zeit da rechts über der Minimap das Instanzliefen-Symbol an, ne? Klick doch mal. Man sagte mir, ihr kennt euch alle, also spare ich mir das vor. Also die Clown-Angriffe auszuweichen, das sollte eigentlich relativ easy sein. Bitte beginnt. Das Problem wird wirklich, dass das den Ding sie einfach ausweichen. Jedes Mal. Wobei ich hoffe, dass wir diesmal auch schon ein bisschen schneller sind, ne? Ja, die wird halt jetzt nicht geheilt, ne? Ja. Das heißt. Die hier war die richtige, oder? Hm? Das hier die richtige?
Na das. Seine Attacken waren weit das hier, ja. Ja, das macht das da, wo du stehst. Uns machen immer noch Ascalon-Geister zu schaffen. Hast du schon deine Rede gehalten? Ich bin dabei. Das Problem ist, es ist erst der Anfang der Rede. Danke, Imperator. Sollen wir ihn unter Rindstätten überlassen, um Morgemos zu jagen? Ja, bitte. Tut es einfach. Ich habe Leute vom Wolfsrudel und Jäger, die nur auf die Beute ihres Lebens warten. Sie werden kommen. Warum regelt das nicht der Pakt? So viel zu tun. Brauche ich jetzt so ein bisschen Fahrstuhlmusik dabei? So ungern ich das zugebe, Rathras Zoom hat bereitet von Mortimers heimtückisches Eindringen. Seine Ratten zählen von der Vieh unserer Wegmarken und Posten. Sondern du sagst einfach fünfmal ungefähr das gleiche. Ja, Mortimers ist die größere Bedrohung. Ich zeige nicht, dass Mortimers eine böse Cafeteria ist. Aber die Sicherheit meines Volkes... Ja, der ist böse. Da. Ich stelle einen Einsatztrupp gegen die... Und am Ende wollen sie alle irgendwas machen. Das Ende von Tyria ist das Ende von Götterfels. Ihr alle lasst mich hoffen für Tyria. Es scheint wir... Och, voll gut. Weißt du, was sie als erstes mal machen? Sag doch mal, was sie tun. Erstmal schön aufteilen, weißt du? Verteidigt euch! Alle auseinander! Ich frage mich übrigens, wie die Wölfe sich ausbuddeln können in so einer kleinen Plattform oder in so einer dünnen Plattform, besser gesagt. It makes no sense. Alter, die Wölfe tun so weh. Das ist retarded. Ist auch geil, ne, dass die erstmal, wenn die befreit wurden, abhauen. Ohne den Rest mitzumachen, ja. Und ja, die anderen sitzen halt da, ne? Mhm. Passt schon. So. Der Weg ist frei, ihr Bitches! Jetzt muss ich mal mit dem Avatar reden. Minuten! Wartet, bevor ihr geht. Ja. Im Endeffekt ist der Baum für den Kampf am Ende verantwortlich. Ansonsten hätten wir einfach fliehen können. Hm. Komm her. Das wird so viel. Oh mein Gott! Ich will das nicht nochmal alles machen müssen. Ich weiß nicht. Es war stabil. So. Jetzt fängt sofort an mit einem Stampen, ne, nicht mit einem Stampen. Ja. BAM! Mein Vieh jetzt schon mal abgekriegt. Oh mein Gott! Dieser Fall zieht sich so lang. Aber er hat interessanterweise nicht seinen Bodenstampfer eben gemacht. Das macht er den auch einfach gar nicht, diesen Fight. Das hätte ich kein Problem mehr. Oh mein Gott! Ausgewichen. Oh! Wo das viel zu früh war eigentlich. Drop. Komm her, du geiles Viech. Hart aufs Maul, das ist nicht. Oh mein Gott. Okay. Der Angriff ist super uninteressant. Der ist auch super uninteressant. Alter Schwede. Ja, wir sind halt hier einfach in der Safe-Ecke des Todes, ja? Ja, das stimmt. Das ist immer gut, einen Safe-Spot zu haben. Oh
ausgewichen. Weil ich mich geheilt habe und dann nicht springen konnte. Das ist bitter. Oh. Was machst du denn jetzt hier? Dann... So. Komm, runter. Runter mit dem Köpfchen. Das ist ein Wolf. Ja, den Wolf können wir auch noch später machen. Jetzt zum Beispiel. Jetzt mal kaputt gehen dann. Ungünstig. Trefft ihn nicht. Das ist okay, ich mach die. Ja. Ich wusste, dass da sowas passiert, ne? Komm, die Wichsflecken dürfen dann jetzt sich auch mal wieder verziehen. Danke. Ja, wir brauchen so 4-5 Mal, wa? Aua, 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 aua. Mach den bitte weg, dein. Nee. Ich mach den. Mach den Brecher mal da hinten bitte weg. Ich darf kotzen. Ist down? Ja. Okay. Das war gar nicht knapp. Nee. Ja. Ich meine, mir ist ja sowieso egal, aber. Gut, den Schaden will man trotzdem nicht nehmen. Das stimmt, und den Nocturne will man aber nicht haben. Stimmt. Na komm, Köpfchen runter, du gottverdammter Motherfucker. Komm schon. Du bist jetzt da. Jawohl. Oh, gut. Das heißt, du hast beide geschafft, das heißt, mein eines können wir auch noch gleich so nochmal machen. Was ist das? Anders. Alter Schwede. Fürs Erste. Aber jetzt dürfen wir nochmal alles bis zum Ende durchlabern. Natürlich. Jetzt kommt nochmal die schöne Cutscene, wer sie noch nicht gesehen hat. Also, muss wirklich sagen, doch, schön. Übrigens, wer das auch noch nicht gesehen hat, mit deutschen Untertiteln jetzt. Die Cutscene ist tatsächlich ganz schön. Ja, ist sie auch. Aber das also, ich weiß ja nicht, wie verpixelt die jetzt bei dir ist, ne? Aber nein, ich habe keine Pixel, das ist nicht das Problem. Nee, das ist auch. Das ist in der Aufnahme ist das auch nicht verpixelt. Fleckt nur ein bisschen. Nee, gerade auch nicht. Ist immer so, so wie mein PC halt gerade möchte, ob mein PC gerade laggen möchte oder nicht. Ob noch irgendwas im Hintergrund läuft oder so. Was soll das eigentlich darstellen? Ich weiß es nicht. Da geht auf jeden Fall geht irgendwas ganz böse kaputt. Hm. Man darf gespannt sein. So. Ich hatte gerade schon fast wieder das Ding sie gelieft, ne? Das wäre bitter gewesen. Leute, mein Pet ist gestorben. Gerade. Lol, insbesondere liegt das wirklich tot hier rum, oder? Und wirklich ganz tot. Ja. Ich kann es nicht mal retten. Nein! Nein, Klaus, nein! Besser wieder. Klausi. Lass mich raten. Ärger? Alter. Sehr gut. So, Tran, komm her. Ein geiles Stück Code. Zap. Das mit dem Heal, ey. Lecco mio, weil irgendwie, wenn ich mich heale. Doch, diesmal konnte ich. Der war so. Der ist irgendwie nicht gesprungen. Das weiß niemand.
Die Severi sagen, sie haben sie so noch nie gesehen. Der Drache hat sie schwer verwundet. Oh. Der Severiten-Saboteur hatte eine Nachricht dabei, die ein wichtiges Ziel erwähnte. Ja. Ein Oberhaupt. Gut. Aber damit hätten wir auf jeden Fall schon mal alle Achievements geschafft. Aber dieser Drachendiener hat jeden überzeugt, dass der Gipfel keine Zeitverschwendung war. Geht es euch gut, Boss? Das hat uns mal geschmeidige 100 Erfolgspunkte gebracht. Weitermachen. Alle zu haben, oder was? Ja. Oder also, alle? Nee, ja, nee, insgesamt. Okay. Ja, cool. Jetzt können wir noch großes Pack-Opening machen hier, ja. Was ist denn da immer drin? Ach, oh, und da ist auch immer eine Truhe drin, ne? Ja. Das heißt, man kann wirklich so ein bisschen Pack-Opening machen. Gucken, ob irgendwas von Interesse dabei ist. Vor allen Dingen haben wir auch wieder 8, Ich hab 9. Kann man 2 Schlüssel aus einer Truhe kriegen? Du hast eine. Ah, nee, Moment, ich hab eine Truhe mehr. Ne. Wusste ich ja sofort. Hab ich auch gesagt, also eigentlich, ne? So, dann gucken wir nochmal. Und 30 Ambrit wieder mal hier, ja. Zack, 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 zack. Ein goldener Gegenstand. Seltener Schatz. Ich hab ein einziger. Gegenstand. Ein einziger goldener Gegenstand. So. Oh, und guck mal, wenn du auf die Uhr guckst. Auf die Uhr? Oh ja, stimmt. Wir können nochmal gerade rüber gehen und gucken, ob, welchen Rang die Leute erzielt haben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Glück, 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 Glück. Gut, aber die Aufnahme werde ich jetzt dann hier schon mal unterbrechen und dann. Das war's aber, glaube ich. Ne, Moment, wir müssen noch Münzen sammeln. Es fehlen noch 2 Münzen, die schieben wir noch nach, wenn wir sie gefunden haben. Richtig. Die 2 Münzen, die, das ist das Letzte. Gut, das ist noch die 2 Münzen und dann. Bis dann. Egal. Und so. So, wir sind wieder da. Wie? Ja! Wir sind wieder in the hood. In der Hut sind wir wieder. Und ja, du läufst schon richtig. Und wir haben eine Münze gefunden. Ich habe eine Münze durch Guide gefunden. Nämlich genau da oben. Ja. Hätte man auch drauf kommen können. Naja. So, also nicht wirklich, aber. Wenn man die Höhle ein bisschen genauer erkundet hätte und also aus Versehen irgendwie. Ja. Nee. Also, ja, nee, ja. Ist schon schwer zu finden, auf jeden Fall. Ist schon gemein. Kann man so sagen. Gut, dann bis zur letzten Münze, I guess. Bis zur letzten Münze. So, wir haben die letzte Münze auch gefunden. Oder der Guide hat sie für uns gefunden. Nein. Der muss ja hinten an der Seite hoch. Also ich glaube, es ist egal. Musst du hoch. Und dann hier hinten in der Ecke. Okay. Und Münzsammlerin. Herausforderungsklippe abgeschlossen und das war's eigentlich dann. Das genau, kann man sagen, ich habe jetzt mittlerweile auch die anderen, natürlich die Chronik-Achievements alle auch noch gerade eben gemacht. Ganz schnell ging das und ja, ganz, ganz, ganz schnell. Hallo, kurz wieder da. Und da labert Tuki in die Aufnahme rein. Geil! Tuki, warum musst du unbedingt jetzt wiederkommen? Keiner mag dich. Tukis erster Auftritt übrigens in der Guild Wars 2 Aufnahme. Ja. Dann stelle ich dir später mal die Frage lieber. Ja, mach das mal. Bis gleich. Auch gleich machen wir, sind gleich fertig. Achso, okay. Wir sehen uns beim nächsten, bei der nächsten lebendigen Geschichte. Wann das ist. Diesmal wissen wir es sogar gar nicht. Bisher haben wir es immer gewusst, wann das nächste ist. Angekündigt, oder? Wurde es angekündigt? Nee, die haben jetzt erstmal, kommt irgendwie noch ein paar Balance-Patches und Commander-Patches und so, aber das habe ich mir nicht angeguckt, keine Ahnung. Okay. Ich hab gerade eben schon mal was von Commander Patch im Chat gelesen. Ja. All not TeamSpeak Player, follow Commander. 12.09. startet das Turnier. Was auch immer für ein Turnier. Wenn interessante Sachen kommen, die wir euch zeigen wollen, dann werden wir das tun. Und Dann nicht. Bis dann. Bis dann.